Ich Ja, weiß und noch so nicht, aber. wie es aussieht, war einer so, naja, intelligent, unintelligent, ich weiß nicht, der sieht ja unberührt aus. Hallihallo, willkommen zur nächsten Folge von Altes Live aka Ruhrpott Live mit David. und Sonki. So, wir haben jetzt heute, wie gesagt, vor, die Mülltonnen zu leeren, hier rund um Pygos. Ich hatte schon wieder Kavala im Kopf. Und das machen wir Ja. in Hulk Mission. Oh, Moment. Jetzt. Steigen wir ein. Bin gespannt, wie das funktioniert. Also, wir gucken wieder ins Innere des Wagens. Der müsste von innen genauso aussehen wie der Tankwagen. Ja. So, und jetzt, wenn du mal auf die Map guckst, das kannst du jetzt auch, dann siehst du Müllcontainer verzeichnet, das rote Kreis verzeichnet, rote Kreise. Moment. Erstmal müssen wir uns finden. Da fahren wir. Ja, Müllcontainer, genau. Genau, und da müssen wir jetzt hin, die abholen. Das sind auch richtige Müllcontainer. Das siehst du jetzt gleich, weil hier um die Ecke sollte einer stehen, wenn nicht schon. Ne, ist noch keiner da gewesen. Okay. Da kommt schon der erste mit der Mülltonne hinten drauf. Siehst du das? Hier steht eine, die packen wir uns direkt mal ein. Ja, da hinten sehe ich ihn, ja. Ja, hier rechts steht eine. So. Man Aussteigen? fährt dann. Ne, nö, nö, nö. Man fährt dann davor oder dahinter. Also, oh, das reicht schon. Und lädt das Ding einfach ein. Zack. Wie machst du das? Mit dem Mausrad. Du bekommst ein Menü aufladen und dann klickst du einfach drauf. Okay. So, wir holen direkt die nächste. Und dann hast du sie schon hinten drauf. Mit dem Zemeck kann man sich zwei aufladen, mit dem Pickup eine. Okay, die musst du aber wieder zurückbringen, oder? Nein, nein, die bringen wir jetzt zur Mülldeponie und da bleiben die. Und dann kriegen wir direkt unser Geld an der Mülldeponie Da noch. stand der nächste. Ja, rechts hier irgendwo steht noch einer. Ja, Ja, nee, da manche lag sind auch einer. Graf. Ach so. Naja, die sind grafikbedingt. Also die, die wir jetzt holen, die spawnen extra für diese Mission hier. Okay. Oh, ich glaube, da steht schon einer. Nee. Ziemlich cool. Warte mal, wo ist mein Marker jetzt hin? Ich habe das gleiche Problem gerade wie du. Ich finde meinen Marker nicht mehr. Ich glaube, hier war er. So kann man sein Yep, da steht die nächste. eigenes Recycling machen. Oh Gott, die Hütte hat's aber hinter sich. Ja, deswegen, das wurde ja alles in die Mülltonne entsorgt. Da steht schon Ladung auf Samak steht an. Dann klickst du einfach drauf. Schon kommt die nächste. Sehr cool. Sondern einfach nur mal aus Prinzip sollten wir gucken, ob wir vielleicht doch noch eine dritte mitkriegen. Ich glaube es zwar nicht. Aber wenn man nicht probiert, weiß man es nicht. Weil Platz hätten wir ja noch, oder? Ja, mit Abstand nicht, also. Nee, passt nicht. Krieg keine Auswahl mehr. Ja gut, dann bringen wir sie weg. Genau. Das heißt, wir Die fahren Mülldeponie jetzt, ist genau, zum zum Mülldeponie. Airfield eigentlich. Oberhalb vom Airfield ist die Mülldeponie. Also an Straßensperren vorbei. Stimmt. Oh, und diesmal können sie uns auch anhalten. Eieieiei. Und ich bin ja Okay. eben zweimal gewitzt worden. Hast du deinen Ah, wir gucken mal. LKW-Führerschein mit? Nee, hab ich nicht. Okay, das wird lustig. Hast du recht. Ja, wir schmuggeln uns als Presse durch. Aber wie ist es Ja. jetzt eigentlich? Wir reden uns da aus, das kriegen wir schon hin. Lass Du. mich gerade mal abchecken, wo ich bin. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ah ja, okay. Wenn die dich jetzt anhalten, ja, sehen die dann, dass du zweimal geblitzt worden bist? Rufen da wie eine Art, ich sag mal, Strafakte von dir auf? Das wurde geändert, dass man hier erst quasi 10-mal geblitzt wird, ohne dass es notiert wird. Beim 10. Mal blitzen wird dir automatisch der Führerschein entzogen. Und wenn du dann nochmal geblitzt wirst, landest du auf der Wanted-Liste wegen Fahren ohne Führerschein. Ich glaube, noch sind wir nicht auf der Wanted-Liste. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen. Das ist ein. Ja, ich habe mir ein neues Profil angelegt, extra. Und mit dem habe ich mir noch gar nichts gekauft. Hab natürlich meine Fahrzeuge, weil man die ja über alle Profile verteilt automatisch bekommt. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keinen LKW-Führerschein dabei. Aber Naja. der Witz ist jetzt, wie kriege ich meinen Führerschein wieder? Kaufe ich mir dann einen neuen und das Thema ist durch, Ja, oder? am Marktplatz. Kommst du den neuen Themas durch? Und dann kriege ich aber auch, ach guck mal, kommt der uns entgegen? Waffentransporter? Nee, entgegen nicht. Der kommt irgendwo von rechts oben, kommt der. Genau, das ist gleich die nächste interessante Frage, die sich da anschließt. Was passiert, wenn der Waffentransporter kommt und die Polizei eine Straßensperre gestellt? Bleibt der da Oh! liegen? Ich weiß, dass er intelligent, teilweise intelligent reagieren kann, aber ehrlich gesagt nicht. Das Okay. wäre jetzt interessant, das stimmt, ja. Ja, das können wir ja sehen. Also, wir können unsere Mülltonnen wegbringen und dann stellen wir uns einfach mal bei der Straßensperre und winkeln ein bisschen mit der Polizei und warten, bis der Waffentransporter einfach da reinkracht. Das könnte man ja probieren, genau. Könnte man probieren. Aber ich glaube, die haben das gerade selber gelesen und bauen vielleicht sogar schon jetzt gerade ab, die Straßensperre. Vor uns ist auch ein Müllmann, wie du siehst.
Okay. Das ist dann immer so ein Gefahrenbereich bei der Mülldeponie, weil du direkt dein Geld bekommst dafür, für diese Mülltonnen. Und natürlich dann die bösen Jungs dann auch direkt im Busch schon warten, um das dann direkt mit abzuknüpfen, ne? Ja. Aber wir gucken mal. Du merkst, hier ist einiges los, verkehrsmäßig. Absolut, also hier ist... Da ist richtig Action. Vor uns kommt gleich noch ein besoffener Kartfahrer, wie ich gesehen habe. Kartfahrer. Ja, wir haben jetzt den langen Weg zur Mülldeponie vor uns. Ja, ist nur bis zum Airfield. Vergesst nicht, auf dein Essen und Trinken zu achten. Das vergisst man immer mal schnell. War 70-70. Ja, passt, hab ich auch. Was haben wir denn noch in unserem Tablet? Nix. Wir sind ohne alles. Machen wir 16.000 in der Tasche. Immerhin, wa? Ja, finde ich. Wenn du nämlich das, kannst du auch die Mülltonnen gleich in Zahlung geben. Oder vorne ist Stau, wo auch immer. Das geht wieder. Ach, da hat die Polizei gerade einen angehalten. Ach, guck mal, der Medic ist auch hier. Oh ja, da liegen ein paar Tote. Ja, hier scheint schon irgendwas passiert zu sein. SCK-Strider, alles da. Gerammt. Ja, hier ist was los, wa? Ah, da quatscht wieder an einem falschen Channel. Naja, das passiert mal schnell eigentlich. Aber da sind die Admins hier ganz schnell. Wer es übertreibt, wird direkt gekickt. Da muss man sich keine Sorgen machen. Okay. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn man gerade mit Liebe so einen großen Server macht und dann ballern die einen mit dem Real-Life-RPG auch noch mit rein. Also, aber ich denke, es sind genug Leute da, die das spielen. Es gibt ja auch genug Leute, die Altes spielen. Und ich denke mal, wenn man einmal diesen Server so kennenlernt, es entwickelt sich auch so eine Stammcrew, würde ich sagen. Ne? Ja, bestimmt. Also wir gucken einfach nochmal, was so passiert. Genau. Ach, guck mal, da kommt der Notarzt Samek. Ah, wie lange gibt es diesen Server schon? Nach meines Wissens nach, Achtung, Staatssperre wieder, müssten es schon, jetzt so wie er hier ist, locker 3 Monate sein. Also er war noch relativ frisch. Ach, okay. Guck mal, hier ist schon einer reingeknattert, siehst du das? Ja, vielleicht der Waffentransporter. Nee, der fällt woanders lang. Das war, glaube ich, das eben da an der Tankstelle, wo sie dann die Leute da sich gecasht haben, ne? Scheint mit dem LKW hier durchgeprescht zu sein. Ja, man muss ja nicht anhalten. Ja, haben wir ja Glück. Auch gerne Gas geben. Haben wir ja Glück mit unserem nicht vorhandenen Führerschein. Ja. Jetzt, aber es anscheinend folgt ja noch einer, wie wir eben gesehen haben. Das stimmt. Aber die haben wahrscheinlich auch Glück. Schon. Wir haben eventuell Glück, dass sie unterbesetzt sind und dann gleich den Pickup vor uns kontrollieren und wir fahren einfach dran vorbei. Sonst müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Dann hast du ihn halt verbaselt. Weil du meine Klamotten zu heiß gewaschen hast. Keine Ahnung. Ja, irgend sowas. Wir werden auf jeden Fall was finden. Und wir prabbeln einfach total durcheinander, dass sie überhaupt gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und lassen uns dann freiwillig fahren. Ja, denke ich auch. Wir quatschen sie. Und das ist Krankenhaus. Du hast gesagt. Links, ja. Du hast ja auch gesagt, du hast gute Kontakte in Sachen Medic. Also wir können auch definitiv mal als Medics hier mit. Könnten wir auch. Wir könnten einen Spezialtag anlegen, wo wir gerne mal Medics spielen und Einsätze als Medic fahren. Guck da, wie ich das schon prognostiziert habe. Da haben sie gerade Autos in der... Nee, ist gar kein Polizist hier. Nö. Die tanken alle. Ja, die tanken alle gerade hier an der Tankstelle. Wie viele Mülltonnen gibt es dann? Also, guck auf die Map. Eigentlich, ich weiß gar nicht, das sind so 10, 20. Also es sind doch ein paar. 20 Stück. Ja, ein paar stehen sogar in Kavala, also wer die abholt, muss schon Lebensmittel sein, ey. Und wenn die nicht geholt werden, sind sie halt beim nächsten Server Restart weg. Ja, genau. Okay. Ich glaube, die irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es kann sein, dass die Mission öfter mal aufpoppt, dann während der Server läuft. Also du kannst Milton öfter mal machen. Okay. Die spawnen dann und dann kommt eine neue Nachricht, die jetzt kann sie wieder leer gemacht werden, dann kannst du direkt nochmal eine Runde drehen. Das dauert immer so ein paar Stündchen. Muss man echt sagen, die Admins haben es drauf, weil das, was die implementieren, das ist schon, ne? Das ist halt mittlerweile auch wirklich dann schon so eine richtige Auswahl, die du hast, was du machen kannst. Das finde ich halt gut. Du hast nicht nur drückst die Mission und dann mehr kannst du nicht machen, sondern du hast wirklich eine Auswahl. Du kannst mal Taxi machen, du kannst mal Milton fahren, dann machst du, sammelst du ein paar Frösche ein, was weiß ich was. Ja, das schauen wir uns auch alles noch an mit den Fröschen und so weiter. Wir werden auch noch böse Buben werden, denke ich mal. Das können wir auch nochmal gerne machen, ja. Du siehst schon, rechts von uns ist die Mülldeponie, da fahren wir jetzt hin und da ist schon ordentlich was los. Weil, wie gesagt, das sehr lukrativ ist, Mülltonnen fahren. Es gibt aber auch immer wieder extreme Frame-Einbrüche hier, habe ich. Die fällt manchmal runter auf 3 Frames, also. Ist ja auch noch so ein Krachmacher. Da steht er.
Da lädt gerade einer seine. Das ist doch der, der vorhin am Dings war. Ach, guck mal, wir können direkt dran. Wir können direkt dran. Ja, ja. Macht der denn da mit seinem Helikopter? So, es ist frei eigentlich, ja. Steigt jetzt, holt er jetzt noch seine Mannequins oder was holen die alle hin? Ah ja, der wartet auf seine Mannequins. Okay. Dann müssen wir hier rückwärts ran und dann laden wir die automatisch ab und geben die dann in Zahlung. Jetzt steht hier schon, bitte rückwärts an den Mülleimer fahren. So, ich muss mir jetzt hier ein bisschen... Okay. Das ist schon alles ziemlich eng gestaltet. Jetzt laden wir die erste ab hier. Entladung. Zack, und jetzt fahren wir ein Stück nach vorne und laden die zweite ab. Vor allem diese brennenden Mülltonnen am MPC sind auch... Entladung. Jetzt fahren wir wieder ein Stück nach vorne und steigen aus und holen unser Geld. So, einmal aussteigen bitte. Moment. So, jetzt sprichst du mal den NPC an, das müsste bei dir auch gehen, und sagst hier Mülltonnen abgeben. E.T.? Meine ich. Ich meine schon. Immer am Rädchen, da Mülltonne abgeben. Kannst du das? Du hast ja eine Mülltonne abgeliefert. Nochmal? Ja. Und jetzt hast du beide. Wie viel Geld hast du gekriegt? Hab ich gar nicht gesehen. warte mal. Ich hatte 13.000 im Vorher. Ich habe jetzt 116.000. Richtig. Du kriegst pro Mülltonne 50.000 Euro. Wow. Deswegen ist das so beliebt. So, dann fahren wir jetzt direkt mal zum ATM. Ja, weil das sollten wir einzahlen. Ja, da hat schon der Erste die Waffe gezogen, deswegen gib mir jetzt Gas. Und dann zahlen wir das schnell ein. Wie, wird er da hinten überfallen oder was? Ich weiß nicht, was er macht. Vielleicht schießt er seine eigenen Leute ab, ich weiß es nicht. Guck mal, der Waffentransporter wurde überfallen. Oh. Jetzt kannst du auf die Map gucken und weißt, und dann wird jetzt auch angezeigt als überfallener Waffentransporter und die ganze Polizei wird jetzt dahin ausrücken. Gekaperter Waffentransporter, ja. Mhm. Also die haben den noch nicht sicher, ne? Die müssen den jetzt erst... Ne, die müssen den erst ganz oben im Norden zum Depot bringen, zum Waffendepot, und erst dann bekommen sie ihre Waffen. Okay. Und das wird natürlich relativ schwierig werden, weil die Polizei natürlich alles dran setzen wird, dass genau das nicht passiert. Die führt dann, die fährt ordentliche Geschütze auf. So, wo war denn hier nochmal der ATM? Der war auf der anderen Seite. Wir knallen hier einfach mal rüber über die Bordsteinkante. Hopp, hopp. Da ist der Automat rechts von uns. Wie flach kannst du denn über Kavala fliegen? Würde man die Zombies sehen, wenn du dahin fliegst? Nee, die spawnen erst, wenn du dich wirklich in einem Gebiet befindest und dann... Check das Spiel, dass du da bist, und dann werden die erst gespawnt. Ah, okay. Muss schon wirklich runter. So, dann zahlen wir mal 110.000 ein. Ja. Das war doch mal ein ordentliches Sümmchen, oder? Das war ein super ordentliches Sümmchen. Das war besser, als was du sonst mit Farben erreichen kannst. Und das Gute ist, wenn da wirklich keiner Bock hat oder ein wenig auf dem Server sind, kannst du dir da richtig Tasche verdienen. Genau. Wir können ja mal gucken auf die Map mit M. Und wir sehen, dass noch ein Müllcontainer in Pyrgos steht, den hat noch keiner mitgenommen. Dann steht noch einer hier auch in der Mitte zwischen Pyrgos und Airfield. Also man kann schon jetzt noch ein paar abholen. Das heißt, wenn man sich noch Mühe gibt jetzt, kann man nochmal so 100.000, 150.000 jetzt nochmal eben machen. Agios steht auch noch einer rum. Ja. Wollen wir uns mal in Richtung gekaperter Waffentransporter bewegen, oder? Denkst du uns das mal mit angucken? Wir sollten uns das mal angucken, ja. Okay, da werde ich hier den Hulk mal wegpacken. Genau, und wir melden uns, wenn wir in der Nähe des Waffentransporters sind, weil das ist ein kleines bisschen zu fahren. Ja. In diesem Sinne, bis gleich. Und wir sind jetzt in der Nähe des Waffentransporters und da steht er auch schon. Ja, und so wie es aussieht, war einer so, naja, intelligent, unintelligent, ich weiß nicht, der sieht ja unberührt aus. Vielleicht wollte er ihn verstecken, was der aber nicht weiß, der wird ja auf der Map angezeigt. Also jeder weiß doch, dass der hier steht. Kann da jeder rein? Also wir haben den Waffen... Ah, oh, da kommen welche. Wir ziehen uns mal zurück. Ich meine, ich hätte was gesehen und gehört, ja. Wir ziehen uns mal ein bisschen zurück und beobachten das Ganze mal, was hier passiert. Genau, wir fahren den einfach ein bisschen hinterher. Wir hätten jetzt theoretisch aber auch einsteigen können und den... Da kommt da kommt ein Polizeistrider, alles klar. Oder? Hätten wir auch machen können, ja. Da wären wir aber wahrscheinlich direkt von der Polizei rangenommen.
Ja, macht ja nichts, wir werden ins Gefängnis. Werden wir ordentlich rangenommen. Das stimmt, ja. Ist das aber alles Polizei? Ich will mal gerade gucken, was. Gerade gar nicht will. Wo haben die denn den Strider her? Ist das alles Polizei? Moment, Strider? Nein, das, da ist gar kein Polizist dabei. Das sind Rebellen. Der zielt schon auf uns? Warte, wir steigen aus und links, links kommt ein Helikopter. Ja, nee, die werden dich direkt erschießen. Nein, nicht wenn du sagst, du bist von der Presse. Ja, aber da warten die gar nicht drauf. Die schießen, wenn sie dich sehen. Okay, dann müssen wir. Also, würde ich jetzt vermuten. Lass es gerne probieren. Den Strider, glaube ich, ist geklaut. Ja, der Strider ist geklaut. Woran siehst du das? Von der Polizei. Weil da kein Polizist drin sitzt. Okay. Sondern ein Zivilist. Welche sind das denn? Warte mal gerade, ich geh mal gerade gucken, wer das ist. Schießen die schon auf uns? Ich mehr höre nix. Ich weiß gar nicht, wann gegen die ich gefahren bin. Kann man denen eine Nachricht zukommen lassen? Per Handy könntest du dem eine Nachricht zukommen lassen, aber okay. Ich kann mal gucken, ob sie. Ich wollte gucken, wer das ist, dann gehe ich mal kurz in den Channel und sag Bescheid, wir würden gerne zugucken. Ja, mach mal eben. Black L. Ich guck mal, ob sie im Tent. Nein. Ja, ich hab's. Das sind alles Polizisten. Hä? Ja, dann frag mal, ob wir da hin dürfen. Zum Film. Ja, ich geh mal gucken. User left your channel. Ja, könnte da jetzt ganz spannend werden zu sehen, was mit diesem Waffentransporter passiert, der da jetzt noch so ein bisschen in der Pampa rumsteht. Und drücken wir mal die Daumen, dass es klappt. Also ihr seht, das ist ein ganz anderes altes Live, als es jetzt auf den anderen Servern jetzt war, weil es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gerade diese Geschichte mit dem Waffentransporter, da hinten ist richtig Action. Und ich bin mal gespannt, die sind da ein bisschen am hektisch hin und her laufen. User joined your channel. Okay. Alles klar, die Polizei ist vor Ort. Die wissen jetzt, dass wir auch da sind mit dem Hunter. Wir hoffen, dass jetzt kein Chaos passiert. Die begleiten den jetzt und wir klicken uns da einfach mal ein. Okay, also der ist aber tatsächlich gekapert worden. Ja, aber ich glaube, die Polizei hat ihn jetzt wieder zurückgeholt und die Polizei fährt ihn jetzt zum Polizeirevier zurück und stellt ihn Sicherheit, ne? Und damit wir klicken uns einfach mal ein jetzt. Genau. Und gucken, ob die noch vielleicht nochmal überfallen werden oder auch nicht. Da kommt der nächste Strider schon. Okay, also die wissen Bescheid, dass wir damit unterwegs sind. Ich hoffe, dass es alle mitbekommen haben. Ich hab nur gesagt, bitte nicht auf den Hunter schießen, wo Kreike und Zonky drin sitzen. Okay. Aber okay, ist ja manchmal auch nicht okay. Aber. Ja, das stimmt. So, sieht sehr interessant aus. Es geht mal in Richtung Polizei. Auslegt. Ja. Darfst du dann da auch mit rein bestimmt, ne? Ja, machen wir einfach. Die wissen ja, dass wir aufnehmen. Das ist ein Blitzer, nehmen wir den noch mit oder was? Ne, komm, wir machen langsamer. Passt. Okay, die geben gut Gas. Der hat also guten Geleitschutz. Fährt jetzt eigentlich der NPC weiter? Nee, der ist erschossen worden. Also du musst den NPC erschießen. Okay. Und erst dann wird der Wagen freigegeben und wird als gekapert markiert. Ah ja, stimmt, das hatten wir ja. So, und jetzt machen wir jetzt noch. Jetzt fährt er nochmal hier die ganzen Barrikaden um anscheinend, aus Spaß an der Freude. Oder wollt nochmal tanken vorher? Oh, hier ist aber echt ein Chaos. Guck dir das mal an, ey. Das sieht gut aus, ja. Ja. Vorsicht. Okay. Oh, da ist gerade... Links hat er gerade einen Kollegen. Guck mal links. Ja, ich hab's gesehen. Der hat gerade seinen Kollegen. Der ist noch so, der ist losgefahren und der fällt noch raus. So, warte. Ja, gut, passiert, ne? Ja, passiert, klar. Ein bisschen schwund ist immer. Ja, die Waffen gehen, glaube ich, vor. Weil wahrscheinlich haben eventuell ist er mit der Jacke in der Tür hängen geblieben gerade, weißt du. So, fahren wir mit hier zur Polizeibase. Da werden die den wahrscheinlich dann. Wow. Ups. Da werden die den wahrscheinlich zerstören. Also auf den schießen, bis er explodiert oder sowas. Ich weiß noch nicht ganz. Ach so. Auf jeden Fall außer Gefecht setzen. So, wir parken jetzt auch mal hier irgendwo. Genau, wir laufen dann einfach mal Richtung rein. Mal gucken, ob sie uns reinlassen. Ja, Weezy haben wir hier bestimmt. Aussteigen und wir schauen uns das Ganze mal an. Ja. Mach langsam. Wo ist der Waffentransporter? Vielleicht spawnt er weg. Ah, da steht er. Ach, da steht er, okay. Ja. So, sehr gute Arbeit geleistet. Wir werden darüber berichten. Hallo? Ja. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier stehen bleibt. Oder. Das ist ja sehr gut.
Was? Ich verstehe ihn sehr schlecht. Ärger mit Kopf. Das Leben von uns. Bitte die Presse einmal vom Polizeigrundstück runter. Ah, okay, okay. Ja, wir wollen doch gerade Fotos machen. Wir machen noch kurz Fotos vom von dem geglückten Zurückwiederbringung. So, Moment. Sag lieber Videos. Einmal Film. Ja, Videos machen wir noch. Moment, Ich muss mal die Kamera hochnehmen. So, so sieht er aus. Machen Sie mal bitte Stille. Okay. Ja, der Kollege muss noch. Der Kollege muss noch kurz eine Aufnahme machen und dann. Okay. Ja, haben wir drauf. Super, klasse. Sehr gut. Nochmal die Arme hochheben für die Polizei. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegen. Vielen Dank. Die sehen aber auch geil aus, die Fahrzeuge. Das muss man echt sagen. Also. Ja, wir haben auch geguckt, dass überall noch unser Logo mit drauf kommt. Sehr personalisieren schön. Quasi. Sieht echt sehr, sehr geil aus. Mit diesen, die haben praktisch in den Scheinwerfern das Blaulicht drin. Die Blaulichter mit reingeskriptet, ja. Sehr geil. Ja, wie du hast zu lesen. Altes Polizei, Polizeichef Marcel, Ausbilder, SEK Einsatzleitung. Polizeihauptquartier Pyrgos. Irgendwie noch frei. Genau. Genial. Und ja, was schön. Haben sie jetzt vor? Das war der Waffentransporter. Leider wurde er zurückerobert. Jetzt haben wir keine Schießerei mehr beobachten können. Ja, aber irgendwann. Ich würde sagen, wir aus Frust lackieren wir unseren Hunter um. Genau. Weil wir sind nämlich direkt auch hier, wo die Lackierwerkstatt ist. Und dann klinken wir uns bei dem Polizisten noch vielleicht nochmal vorne an der Kreuzung an. Oh, es kommt da noch. Hier grüßt man sich doch so. Ja? Nee, keine Ahnung. Bestimmt. So, hier vorne ist eine Lackierwerkstatt. Dann kann man direkt mal zeigen. Weil wenn man sich ein Auto gekauft hat, das gefällt einem vielleicht heute, morgen gefällt einem das schon nicht mehr. Ja. Dann haben wir hier die schöne Lackierwerkstatt. Und dann kann man mittlerweile sogar auch den Hunter. So, kurz reinfahren. Boah, passt ja perfekt, wa? So, genau. Mal aufsteigen. Jetzt kam auch die Mitteilung, dass der Waffentransporter die Polizeiwache erreicht hat. Ah, sehr gut. So, komm mal vors Auto. So, umlackieren. Beobachte ihn. Und zwar kann ich hier auswählen, Bundeswehr. Und los geht's. Oh, ich muss es sogar selber machen, guck. Ach, du zeigst jetzt alle Skins, die es gibt. Nee, nur Bundeswehr kann ich denen hier leider geben. Aus unserer Community hat einer sich die Mühe gemacht und dem Hunter hier einen Bundeswehr-Skin verpasst. Und den kann man sich in-game hier in der Lackierwerkstatt drauf machen lassen. Okay, das kostet wie viel? Ich glaube 10.000 waren es gerade. Ja, das ist machbar. Ja. Für ein paar Mülltonnen. Was kann man bei der NPC hier? Bei dem kannst du einkaufen. Das ist der Tankdings. Tada, da ist er. Der Bundeswehr. Warte, ich muss mal ins Licht fahren. Siehst du das nicht? Ich fahre da mal gerade raus. Achtung. Nee, der sieht eigentlich noch aus wie vorher. Ah, stimmt. Das ist, glaube ich, noch. Warte mal. Dann müssen wir einmal zur Garage fahren. Das kriegen wir hin. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal nur für mich. Steig mal gerade ein. Okay. Für mich hat er schon den neuen Skin und für dich bekommt er den, wenn ich den jetzt in die Garage packe und wieder raushol. Oh, was ist denn schon wieder Verkehr hier? Also es geht sehr, sehr gesittet ab, muss man hier sagen. Also wirklich jeder hat seinen Job, jeder macht seinen Job. Ja. Sehr, sehr cool. Das ist eine schöne Atmosphäre. Also wenn man da wirklich mit Kollegen oder so hier spielen will, hat man da echt, ne? Als Medic muss ich sagen, ist es hier auch sehr angenehm. Jeder hält sich an die Regel, den Medic in Ruhe zu lassen. Das ist sehr schön, das gefällt mir gut. Die Leute nehmen sich auch Zeit fürs Roleplay. Also du kannst dann wirklich noch mit dem über ihre Probleme sprechen, bla bla bla. Natürlich nur über die alten Live-Probleme. Klar. Das wird hier sehr gerne gemacht. Also wir haben hier irgendwie einen Server auch aufgebaut, wo die ganzen EP-Liebhaber drauf sind. Das ist schön, das hat man nicht oft. Und ganz, ganz wichtig, und das sage ich nochmal ganz deutlich, ihr müsst nicht aus dem Ruhrpott sein, um hier mitspielen zu können. Nein, das ist nicht so, das stimmt. Und es wird und hier, glaube ich, auch am wenigsten Dialekt gesprochen. Und vor allen Dingen erwarten ich hier keine Quietschestimmen. Das gibt's hier nicht. Das, also es gibt natürlich auch fähige junge Spieler, das müssen wir dazu sagen. Das wollte ich gerade sagen. Was macht ihr mit jemandem, der jetzt wirklich, sag mal, 12 ist, der darf es eigentlich noch gar nicht spielen. Aber jetzt sagt, okay, er möchte spielen und er benimmt sich und bla bla bla.
Den können wir sogar zu einem Job hier verhelfen. Dafür werden wir das Ordnungsamt einführen. Da geben wir auch den, ich nenne es mal 12-Jährigen von mir aus, geben wir die Möglichkeit, sich im Ordnungsamt zu beweisen, zeigen, dass sie spielen können, auch wenn sie noch kein Stimmbuch haben. Kein Stimmbuch, aber ich kann spielen. Dann haben die Möglichkeit, ins Polizei- oder Medic-Team zu kommen, über das Ordnungsamt. So, da ist er. Sieht er bei dir jetzt auch ein bisschen anders aus? Jetzt sieht er anders aus. Ja, okay. Okay, und was wir mit diesem Auto anstellen und was wir noch alles erleben hier in, jetzt sieht er noch viel schöner aus, in Altes Live, aka Ruhrpott Live, das seht ihr in der nächsten Folge mit dem David und dem Song, warte mal, da hinten ist ein Totenkopf. Guck mal vorne. Warte, so viel Zeit muss noch sein. Und dem Sonki, wir schauen noch, was vorne drauf ist. Da weißt du Bescheid. Wie geil, aber jetzt vermisse ich eigentlich euer Ruhrpott Live Logo. Stimmt, ist gar keins drauf. Sollte man anmerken. Aber das mit diesem Fahrzeug fehlt. Werden wir früher oder später nach Kavala fahren. Das wird es sein. Ist das dicht? Dann brauchen wir da Schutzanzug. Nein, da brauchen wir Schutzanzug. Das früher oder später würde das Auto dann alleine ohne uns weiterfahren und wir werden tot auf der Straße liegen. Okay, das muss ja nicht sein. Das in diesem Sinne, sein. Freunde, bis zur nächsten Folge. See you und bye. Bye.